ist falsch. Schade. Ist hier ein Baum? Warte. Achtung, hier geht's weiter. Achtung, hier kommt ein Bär hier oben. Blöbe. Hier oben geht's weiter? Ah ne, hier unten geht's weiter. Wir können hier runter dann. Kein Baum. Da der kleine, der könnte noch fallen, denke ich mal. Ich habe Bären gefunden. Dann haben wir die fünf zusammen. Hier sind ja auch nochmal Bären. Hier, die leuchten blau bei mir. Ja, ja, nimm sie doch mit. Das ist ja, glaube ich, egal, wer sie nimmt, oder? Ist egal, die sind bei beiden Inventar drin. Sind wahrscheinlich nur die kleinen, ganz kleinen Birken kann man fällen, okay. Bringt ordentlich Holz, hä? Auf Masse zumindest, aber hier ist kein Bär, wie du gesagt hast. Doch, da kommt gleich. Da hinten ist er nämlich schon. Ich möchte keinen Bären sehen. Oh ja, da ist irgendwas Fettes. Wir können ja erstmal außen rundherum um die Insel, weil hier findest du sau viele Sachen. Ich stech erstmal den Bären ab. Hey, Bier Grylls. Oh, Bienen! Also wenn die nicht so langsam wären, wären die wahrscheinlich gefährlich. Die sind halt richtig, richtig lahm. Mhm. Wofür braucht man Leder? Leder für Rüstung und Rucksack. Nützt sich Rüstung ab? Ja. Hier sind Bienen, zweimal Bienen. Ja, ja, warte kurz, schau mal kurz die Waben hier. Erwischt. Und hinter und links von dir waren auch noch Bienen. Ah ja. Kriege ich bestimmt von hier ganz gut. Sind auch noch Bienen. Da, da oben. Ja, ja, warte doch. Ich hol mir die Birke hier hinten erstmal schnell. Erwischt. Fünfmal sogar. Wie viel hast du jetzt her? Was? Wie viel hast du jetzt? 18. Das reicht dann. Wir werden noch welche finden, denke ich. Ich hoffe mal, dass wir noch welche finden. Das Problem ist nämlich, du brauchst für den Biertreibstoff, um den herzustellen, musst du einmal Honig, dann Rohkost. Ja, Rohkost haben wir ja massiv. Ich habe die Bienen alle, oder? Ja. Ja, ja, wir haben alle. Jetzt müssen wir weiter marschieren. Das nächste Mal nehme ich noch einen Stack Melonen mit. Also Inventar ist nicht so voll tatsächlich. Hier ist der Eingang. Hier. Das ist der nächste Eingang hier. Nächste. Ach stimmt, das ist nicht der erste, das ist nicht unsere. Nee, nee, wir müssen einmal um die Insel rundherum, das wäre das Witzige. Okay, gehen wir einmal um die. Oh, da ist eine Kiste. Ach, das ist wieder Mama Bär, oder? Was ist hier? Hier ist nochmal eine Kiste. Oder ist das eine. Ist das nicht so eine Kiste? Mama Bär. Aber das ist doch eine andere Stelle. Ach nee, ach, ah, okay. Wir sind einmal da oben rum. Okay, dann gehen wir runter. Hier gehe ich zum Strand, da will ich eigentlich. Doch, hier muss ich doch runter, oder? Nee, nee, das ist falsch. Da muss ich hier lang. Oder warte, wenn du willst, können wir erstmal zum Mama Bär gehen. Wir haben ja genug Bär. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir die Höhle rein. Achtung, fünfmal machst du. Oh, jetzt gehen wir beiseite. Stechen wir sie danach ab. So, Michelin, ich sammle jetzt und du musst den Schmutz aufsammeln. Oh, ich hab keine. Du hast Schaufel. Die Schaufel vergessen. Ja, yep, ich hab nicht dran gedacht. Hat's extra gesagt. Hast du das? Ja, ich hab gesagt, nimm eine Schaufel mit. Oh, Entschuldige. Schrottbolzen, Biokraftstoff. Naja. Wir kommen nochmal wieder und töten Mama Bär. In der Haufen ist nämlich hier eine Machete versteckt, in dem der Schmutzhaufen. Verstehe. Wollen wir dann gleich nochmal kurz so zum Dings gehen, dann kommen wir gleich wieder. Ja, warte, komm, wir kommen rüber. Wo bist du? Hier, ach, da. Hinter dir. Weil ich muss eh zurück, mein Wasser wird langsam kritisch. Ne, immer kann ich hier zu trinken geben. Ja, aber dann hole ich mir einfach ein paar Melonen mit dazu, guck mal, ob ich noch was brauche. Ich habe jetzt schon anderthalb Speere verbraucht. Ich glaube, ein weiterer Speer wäre nicht verkehrt. Deshalb habe ich gesagt, zwei Speere machen. Ich hatte drei. Aber Holzspeere nur? Nee, ich habe Metallspeere. Okay. Also der eine war eh schon fast kaputt, aber der andere ist jetzt schon wieder halb weg. So, warte, jetzt muss ich mal gucken hier. Ob das unser Ding ist? Das ist unser Ding. Ja, hier rüber müssen wir.
Kein Mensch würde im echten Leben diesen Weg nehmen. Nur du, ja. Im Spiel kann man sowas machen, aber als... Naja, im echten Leben wärst du das lange tot. Du kannst sowas schon schaffen. Ich habe schon mal fast so steile Abhänge gemacht. Hm. Wo war denn das? Ah, auf Rügen war das, genau. Da bin ich mit meiner Frau auch einen sehr abenteuerlichen Pfad auf der Wanderung gelaufen. Runter von den Kreidefelsen. Der war auch unglaublich steil. Also waren bestimmt über 60, 70 Grad. Mehrere hundert Meter runtergegangen. Okay. Hoch war schlimmer, war noch schlimmer. Ah, der scheiß Möwen. Möwen wie euch können wir nicht besonders gut leiden. Habt ihr runtergefressen was, oder? Nö, ich hab doch alles geerntet extra vorher. Achso, gut. Also erstmal, ich hole jetzt das Wasser, dann nehme ich mir noch ein bisschen Rohkost mit. Vielleicht bin ich auch ganz verrückt und ich brate mir einfach ein bisschen Fleisch. So als Siegestrophäe. Kannst du immer überlassen. So, ein 20er Stack Melonen. Also haben wir echt schon sehr, sehr viel. Ach, ich hab die Machete schon. Ja, du hast sie doch aufgenommen. Ich müsste irgendwie mal da sein. Was wollte ich hier? Ich mache nochmal einen Speer, genau. Zwei Seile und ein Metallbar. Kannst du mal einmal Biene herbringen, Michelein? Wo bist du? Hier in die Hineinforschungstüte. Einmal. Achso, ja. Ja, Bienen. Ach, falsche Seite. Das ist mal rechts. Was brauchen wir hier? Ach, hier brauchen wir die Wolle. Wolle, Titan und eine einfache Batterie und die Honigwabe geht auch. Ich habe ein Pinken und zwei Gurken. Ja, es fehlt bloß noch die Wolle. Die Batterie haben wir doch auch eine leere, die kann ich doch auch nehmen, oder? Ja, die leere kannst du geben, ja, die kannst du machen. Es fehlt bloß noch die Wolle und der Titanbahn. Da kommt aber noch mehr dazu, keine Sorge. Wir finden nämlich noch Baumpläne hier. Ich bin nicht besorgt. Ich habe Glas gefunden, keine Ahnung wo, aber ich hab's. Ich pack mal das Bienenzeug hier mit rein. Was kann ich mit der Machete machen? Mit der Machete, das ist eine Schnahkampfwaffe und die musst du aufheben, weil die Machete brauchen wir dann, um bestimmten Bereichen zu erkunden. Später. Mhm. Jetzt? Auf der Insel und später auf der anderen Insel, auf der nächsten Insel auch. Mhm. Und meine Wasserflasche habe ich sogar voll gemacht. Wo ist die Pilze? Die kommen hier hoch. Ach, hier ist jetzt unten die rechts. Pilze. So, ich habe noch zweimal Reifisch dafür. Kannst du ruhig noch mehr mitnehmen? So, warte mal, das wollte ich jetzt. Ich wollte erstmal hier was einlagern. Ja, ich pack da noch mal hier Leder weg. So, ich bin jetzt fast voll. Das habe ich. Pfeile habe ich 19. Also ich habe dreimal Birkensamen und einmal Pinienzapfen gefunden. So. Ich glaube auch bei der Fliegerkappe, die finde ich besser. Ja, wie gesagt, im Bärenkopf, den kannst du ja stopfen. So, dann packe ich noch das Metall wieder raus. Und das Holz auch mal, das brauche ich ja nicht unbedingt, denke ich. Ja, hier. So, die Machete behalte ich, habe ich gesagt. Ach, und Ace wieder vergesse, ich brauche die Schaufel. Richtig, eine Schaufel. Ich nehme mal beide, weil die eine ist fast durch. Gut, jetzt habe ich nochmal Bärenfleisch dabei und ein Hühnchen, das reicht. Was wartet eigentlich der Bienenstock? Ach ja, Bienenstock. Der Bienenstock haben wir 15 mal Bienenglas. Ach gut, da können wir einen Bienenstock machen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde noch mehr. Ja, wir werden ein paar finden, hoffentlich. Warum müssen wir eigentlich noch finden? Weiter? Ja, wir können doch wieder hoch. Also die Machete behalte ich auf jeden Fall erstmal. Die brauchen wir. Dann gucken wir erstmal, dass wir den Schmutz holen und Mama Bär töten.
in der Hand wird das verflüssig. Aber sie jetzt töten oder später macht er keinen Unterschied, oder? Eigentlich nicht. Aber wie gesagt, die hat's in sich. Die braucht 2 Schläge, Kloppe, und du bist tot. Oder 3 Schläge. Ja, aber wir brauchen noch 50 Stiche und sie ist tot. Perfekt. Wir werden zu Arsch sein. Also wenn du wirklich zu 8 auf das Vieh losgehst, hat die ja kaum eine Chance, wenn 8 Leute anfangen mit Pfeilen zu schießen. Ja. Zwei hatten sich vorneweg mit Sperren, haben sie traktiert, und die anderen standen mit Pfeil und Bogen rundherum. Was denkst du, wie schnell das Vieh tot war? Ja, natürlich. Ich glaube, ungefähr 50-60 Pfeile haben wir gebraucht dafür. Wie groß war die? War die Anzahl mit den Leuten, die du gespielt hast? 8. Du kannst bis zu maximal 8 Leuten gleichzeitig spielen. Wir haben zu 2, zu 3 und immer zu 8 sogar gespielt. Aber da hat das teilweise so geruckelt bei 9 Gebieten. Ja, klar. Weil da hat er zu viel zu tun, der Rechner, nämlich wenn er alles berechnen muss hier. Darauf erstmal ein Hühnchen. Möwe schmeckt gar nicht mal schlecht. Miezekatze. Böse alte Miezekatze. Miezetatze. Böse alte Miezetatze. Sagt die nicht Olle? Olle ist auch die Dutlöbe, oder? Nee, böse. Der böse Olle Miezekatze. Ach so, ja. Oder Miezekatze, ja. Warte, Wichelein. Lauf ich falsch? Durch. Ja. Ich wollte nur in Ruhe kacken in den Büschen, aber du sagst mir dann nee. Wir haben du kannst ein Plumpsklo bauen auf dem Schiff. Macht ja auch Sinn, also die Strömung trieb. Also ich hab einen Fisch gefangen. Oh, bloß eine Wurst. Also ernsthaft, es gibt Grenzen. Guck, da frisst sie nämlich noch. Oh, die frisst doch ganz schön. Los, komm rein. Schaufel. Ja, ja. Oh, wäre es nicht lustig, wenn die Schaufel kaputt geht? Idiot. Du ein Idiot, ich kann's nauen. Ich habe eine zweite dabei. Ich hab gesehen, wie sie weggelöscht wurde. Ach, hört ihr irgendwann auf zu fressen? Na, irgendwann ist sie fertig. Sag mal, wie viele Bären waren das? Okay, es war jetzt nicht so viel Schmutz, war ein bisschen Schrott dabei. 4-mal Schmutz, und den Bolzen habe ich, glaube ich, gekriegt, weil die Schaufel kaputt gegangen ist. Und 1-mal Schrott. Naja, wenigstens etwas. Okay. Bist du bereit? Nö. Dann viel Spaß. Ja, jetzt die Musik von Silver einführen. Dü, dü. Du, du, das erste Mal? Du, die groß, Mama. Okay, ich bin am Arsch. Die beißt ja bloß. Okay, du kannst mir auch helfen, oder? Ja, friss ihn! Okay, ich brauche ein Pflaster. Soll ich aufgeben? Ja, ich bin auch schon tot. Wir töten die trotzdem noch. Ich hab dich gewarnt mit der. Die ist nicht ohne. Das Hauptproblem ist ja einfach nur, dass die schneller ist als du. Die ist wesentlich schneller als du. Ich kann höchstens versuchen, mit Pfeil und Bogen die noch ein bisschen zu traktieren. Mach das doch. Ja, warte mal, ich will mal ein paar Pfeile noch machen. Was brauche ich für Pfeile? Brauche ich die Schaufel noch? Wahrscheinlich schon. Blanken Federn und Metallbaum. Haben wir irgendwo noch Federn rumliegen? In irgendeiner Kiste waren noch so viele. Also ich hab sie zumindest nicht. Ich hab sie nicht verschrottet. Nö. Wir haben einige verschrottet davon. Dann viele Federn gleich hier. Also ich weiß, dass ich sie nicht weggemacht habe. Wir haben nicht alle verschrottet, das will ich selber. Ach, hier ist Kupfer ist da drin, oh. Ja. Da habe ich es falsch gepackt. Ist nicht so schlimm. Dann nehme ich eine Steine, da brauche ich noch Kunststoff und Steine. Ich kümmere mich mal kurz hier um die Pflanzen, ja. Steine. Bringt auf jeden Fall noch ordentlich Planken ein. Ich sehe schon, unser Raft wird wachsen. Raft wird wachsen. Ah, ich habe einen 20er Stack Holz schon rausbekommen. Nur ein einziges Mal Saat.
Ja, wir haben jetzt noch 59 Bretter drin. Und ich habe jetzt noch 55 Pfeile jetzt erwischt allein. Reicht das? Ich hoffe mal. Ich meine, die bleibt ja verletzt, denke ich mal. Ich hoffe selber, dass sie da verletzt bleibt. Muss mal kurz mein Inventar entleeren. Boah. Nee, Schrott gehört hier rein. Ich nehme die für Hühnerbeine mit. Oder gibt es irgendeinen Trick, die zu töten? Ja, das Problem ist, du musst irgendeine offene Hanne schaffen, wo die nicht drauf kommt. Das ist aber sau schwer, weil durch ihre Größe kann die hochschlagen. Mhm. Soll ich schon mal auf die Insel rammeln oder ich warte auf Ja, dich? ich komme gleich. Ich will bloß noch die Pflanzen wässern. Ich komme bestimmt gleich wieder. Wieder beleben. Ich will bloß, dass die Sachen hier gewässert sind, während wir weg sind. Okay, Kannst du bald passt. Ja, die Bäume sollen halt wachsen. Dann kann ich sie dann gleich nochmal ernten. Okay, Mama Bär. Du hast es so gewollt, ne? Ja, ich wollte nur was zu essen, aber du hast mich dazu getrieben. Es war auch Aber gut, dass wir jetzt was beide. gemacht haben, da schon mal nicht. Okay, Bruce verletzt mich jetzt auch noch. Ich wollte gerade sagen, da können wir wenigstens ein bisschen heilen. Hier spricht Mama Bär. Ach ja. Ich habe mich gefragt, ob du direkt drauf kommst. Mit den Lastkraftwagenfahrern. Vor allem, der hat nur gesprochen, der hat nicht mal was gesungen da drinnen im Lied. Das ist ja das Interessante. Ja. Dass das so ein großer Hit wurde, hätte ich nie gedacht. Das war ein Hit. Das war ein riesiger Hit geworden Da ging es damals. wahrscheinlich um, da ging es wahrscheinlich um die Story eher. Die Story, es ging um die Story, das fand ich alles so toll. So, ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich hin muss, weil ich nicht aufgepasst habe, wie immer. Und ich komme zurück. Ich komme mir vor wie Dewey, in Malcolm mittendrin. Wieso darf ich dir nicht alleine gehen? Weil du es immer wieder schaffst, dich zu verlaufen. Wir reden kurz miteinander. Oh Mann, wie schafft ihr das nur immer? Ei, wie schön. Ich mag Malcolm mittendrin. Die ist jetzt bestimmt Nein, sauer auf nein. uns, oder? Wieso? Keine Ahnung, die hat bestimmt nicht vergessen, dass wir sie vor ein paar Minuten angestochen Alter. haben. Oder doch? Ihr frisst gerade. Ach, okay. Warte mal ab, ich muss mal gucken, wo ich Ja. irgendwo einen Stein finde, wo ich mich verbarrikadieren kann, wo die nicht rankommt. Das ist das Problem. Ich schade, dass man hier nicht so ein kleines Fort bauen kann. Ja, das geht leider nicht. Hier hoch Da vielleicht, warte links. mal. Nee, da müsste aber. Kann die springen? Hier kann die hochlaufen, glaube ich. Ich hätte da hinten empfohlen, da. Dort an dieser Anhöhe. Dort an diesen Stein würde ich dir empfehlen. Ich kann sie in die Richtung locken. Ich lege hier rennt nicht so weit. Ja, auch wenn ich sie angreife? Warte, da muss ich erstmal noch hoch. Sieht für mich nämlich so aus, als ob du da die besten Chancen hast. Da hinten ist ein Bär. Töten wir erstmal die Bären. Ich glaube, den Bereich haben wir doch schon geräumt. Siehst du das Ja, ich Weichmann? weiß, aber das ist ein Gratis-Bär. Oh, das ist nochmal Honig. Oh, haben wir gar nicht gesehen. Achtung, er kommt. Oh. Oh ja, der Schaden ist deutlich anders. Oh. Du schlägst noch irgendwie mein Auge raus. Oder zwei. Drei Honigwaben. Ne, die Bienen sind weg. Das ist ja das, das hat man ja schon geplündert. Ich bin einfach mit rumgerannt hier. Ich dachte, wenn du hier von hier oben aus schießt. Muss ich gucken, ob ich hier hochkomme. Vielleicht von der Seite. Muss ich mal Ich schauen denke hier. eher hier vorne hast du eine Chance. Das meine ich ja. Hier vorne von der Seite. Ja. Aber ich glaube, hochrennen kannst du nicht. Ah, nee, die wird da wahrscheinlich hängen bleiben. Aber die rennt dort rum vielleicht. Na Ist doch gut. egal, du kannst relativ leicht fliehen, oder? Oder ich versuche mal.
mal mich rein, vielleicht kann ich auf sie schießen. Geht ihr trotzdem auf mich los? Die geht trotzdem. Gell, mach mal hin. Ich glaube, ich treffe die nicht von hier. Okay. Ich versuch mal, mich auf diesen Stein dort zu retten dann gleich. Okay. Okay, am besten ich mach sowas wie dran vorbeistürmen und zustechen und vorbeistürmen. Das Problem ist, doch mein Griff! Okay, sie ist sauer geworden, weil ich vorbeigelaufen bin. Oh, sie erwischt mich trotzdem. Ah, sie rennt weg. Oh, feige Bit. Hey, das kannst du ausnutzen. Naja, dann muss ich hier hinter. Warte mal, vielleicht kann ich sie treffen von hier. Getroffen. Achtung, sie kommt. Perfekt. Warte mal, ich schieße immer mal auf sie. Weiter. Okay, mir geht's nicht dreckig. Geht's dir dreckig? Oh ja, ich bin im letzten, ich weiß schon fast wieder draufgegangen. Ach, du musst anhalten, um zu schießen, oder? Nee, ich kann rückwärts gehen, aber das Problem ist, ich bin dann langsamer. Was ging daneben? Ja, das hab's gemerkt. Oh, hier ist ein Pfeil. Das ist meiner, geh weg. Die hat Pfeile in sich stecken. Mhm. Ist da gehört eben. Ich versuch so nur länger auf mich zu pullen. So, eben. Oh oh. Hä? Ist sie weg? Ah ne, ist sie weggegangen, okay. Ich hab sie getroffen noch. Ich brauche eine Pause. Ich mach schon. Ja, okay. Gott, sieht aus wie ein Stachelschwein. Soll ich wissen? Willst du noch ein paar Pfeile dann gleich wieder? Also rein theoretisch, wenn du diese Mechanik kennst, ist sie doch relativ leicht. Ja, warte, ich muss ja mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil, wie gesagt, wir hatten das damals, ich hoffe, die peilt sich nicht durch das Fressen. Oh, ich bin tot. Ich komm wieder. Sie will es wissen. Warte, ich, achso, du hol dich wieder. Nee, du musst mich ja dann hier erbringen. So, stimmt, ja, war ja so. Kann sein, dass sie so eine Art von Bissschaden macht immer? Was brauchst du für Steinpfeile? Steine, Kunststoff. Und unsere Federn sind ja weg. Ach, du hast die Federn verbaut, natürlich. Für die Pfeile, oder? Ne, ich habe Steinpfeile gemacht. Ja, da brauchst du auch Federn. Nein. Oh, hätte ich noch ein paar Pfeile machen sollen? Du kannst keine Pfeile mehr machen. Okay. Jetzt bring mich nicht um, Bruce. Ich laufe mal hier am Rand lang, da passiert nicht so viel. Auf der Insel scheint Bruce nicht hinzugehen. Was? Ich hab noch 11 Pfeile. Ich bring dir noch 2. Ansonsten bleibt dann bloß noch die Speertaktik. Wo bist du denn mehr viel wert? Mein Zweiter. Ist der Geschoss ging daneben?
Die ist ja als die Nadelkiste bei mir. Ja. Drei Schüsse kann ich immer auf sie abgeben. Ich habe da noch zwei Pfeile für dich. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe wirklich fast 50 Pfeile auf die, über 50 Pfeile auf die Neige gehämmert. Also irgendwas ist da gerade. Da hinten war es, okay. Ist ja gut, Mama Bär. Versuch nicht drauf zu gehen, ja? Ich habe gerade viel Leben verloren. Ja, ich bin auch erst wieder halb voll. Wo? Ich habe gerade hier was anderes gefunden. Ich denke mal, sobald die sich nämlich frisst, heilt die sich wieder. Ich habe jetzt keine Pfeile mehr. Ich habe wirklich über 50 Schuss. Oh, eine Rune. Ah, du hast hier die Kisten gefunden. Ich Ja. glaube nicht, dass das so funktioniert. Die darf nicht fressen wahrscheinlich. Durch das Fressen heilt die sich, denke ich mal. So eine Lebensanzeige für einen Boss wäre nicht schlecht. War das Relais Station 4? Ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch gelaufen. Bin fast tot, aber ich habe noch mal einen Hit gegeben. Michelin, wo bist denn du? Relais Station 4. Bist falsche Relaisstation. Muss ich Relais Station 2? Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Weil irgendwie habe ich es mir nicht gemerkt. Okay, lassen wir Mama Bär erstmal. Die Pfeile verschwinden, oder? Naja, mein Gott. Dieser Kack-Sheetbär. Alternativ, was willst du denn groß machen? Also, das Vieh ist ja an und für sich so ein bisschen unbesiegbar, rein theoretisch, oder? Ich hab's jetzt nochmal gehauen. Aber die Steinpfeile verschwinden, leider. Kannst du sie nicht einfach aus ihr rausziehen? Ja, geht ja nicht. Weil ich nahe komme, greift die mich frontal an. Und die lösen Okay. sich gerade auf. Ich hab 55 Pfeile und ich habe über 50 reingeschlagen für die. Vielleicht hätte man sie doch erst angreifen sollen. Ne, warte mal, kurz. Okay, ich bin jetzt wieder an diesem einen Ding. Hab noch einen Bären getötet. Ich bin jetzt gerade wieder an diesem Zelt. Von da muss ich wohin? Warte, ich komme gleich. Rangerstadt, sag mir doch einfach, wohin ich muss. Ich laufe mal zur Rangerstation. Es war kein offizieller Weg, nicht wahr? Ach ja, das war das. Gehen wir mal davon aus, dass wir den Bären jetzt gerade nicht töten können. Doch, du kannst sie töten. Warte mal. Kämpfst du noch? Ich bin noch da. Nein, kämpfst du noch? Ich bin noch bei Mama Bär. Ich muss Ich bin aber jetzt erstmal gerade bei. wieder an diesem Ding, dass hier Bären sind. In welche Richtung muss ich? Relais Station 2, Relais Station 4, 6 oder Ranger? Du kannst sie töten. Naja, ich finde es ja nicht mal mehr. Oh, ich habe auch Bären gefunden. Da Hätte ich steht nicht mal einfach. nicht, wie man die besiegt, man kann die besiegen. Hätte ich nicht einfach die scheiß Bären vergiften können?
Oh, ich glaube, ich glaube, jetzt finde ich zu dir. Müssen die wahrscheinlich immer anhitten und dann wegrennen. Geeignet sind Distanzwaffenstandorte, aber ich habe keine Pfeile mehr, nichts mehr. Die sind alle weg, die sind alle despawned. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich muss auch den Bären hier nochmal töten. Und dann bin ich da. Oh. Okay. Was denn? Der Bär hat mich gerade erwischt, obwohl er voll daneben geschlagen hat. Ja, ist manchmal die Engine ist manchmal komisch. Weil wenn der Bär auf den Boden stampft, ist das jetzt nicht so gefährlich, wenn du ein paar Meter wegstehst. Bist du drauf gegangen? Nee, nee, ich bin noch da, aber ich habe wieder kaum fast kein Leben. Hier bin Ja, ich. sag ey. Ja, Moment, Gott. Bitte, bitte, bitte.